Food Friday. Vielleicht ist euch ja auch schon mal aufgefallen, dass ich allgemein weniger Rezepte mache, für die man einen Ofen braucht. Das liegt zum einen daran, dass ich die meisten Rezepte für euch eigentlich nicht in so normalen, größeren Mengen mache, sondern eher in vielen kleineren, damit ich euch einfach mehr zeigen kann. Und dafür lohnt es sich oft nicht, den Ofen anzuschmeißen. Deswegen ist bei uns tatsächlich jetzt ein Airfryer eingezogen und ich wollte sowieso schon mal ganz viele Food Trends damit testen, weil ich habe das Gefühl, das ist sowieso gerade total in. Also wenn euch da direkt irgendwas einfällt, dann lasst mich das gerne wissen. Und ich war tatsächlich selber sehr positiv überrascht, dass man darin auch sowieso größere Mengen vorbereiten kann. Also das ist jetzt nicht nur was für sich alleine. Ich habe heute direkt mehrere Rezepte für euch und zwar süße und herzhafte gemischt. Und zwar einmal Granola, dann außerdem Tofu, Chips, Kekse habe ich ausprobiert und auch Sommerrollen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich jetzt in so einer ganz neuen Koch- und Backwelt befinde und ganz viel Neues ausprobieren kann und irgendwie ein neues Teil der Airfryer-Community geworden bin. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was bei mir da überall rausgekommen ist. Starten wir mal mit meinem geliebten Schoko-Granola, was ich sonst eher selten im Ofen zubereite. Deswegen wollte ich das hier direkt mal testen. Ich habe jetzt eine Mischung aus feinen und groben Haferflocken genommen und dann könnt ihr wirklich nach Lust und Laune verschiedenste Nüsse, Samen und Kerne integrieren. Gewürzt habe ich das dann mit Zimt, Kakaopulver und einer Prise Salz und damit das dann auch gut zusammenhält und auch natürlich dann schön knusprig wird, kam bei mir jetzt eine Kombi aus Ahornsirup und Erdnussmus hinein. Dadurch wurde das Ganze schon so ein bisschen klebrig und nachher hält es dann auch besser zusammen. Ich habe dann hier auf das Sieb so ein Backpapier gegeben, einfach damit es da nicht durchfällt. Da gibt es aber auch schon so vorgeformte Silikonform und dadurch wird die Reinigung nachher natürlich auch einfacher. Nach der Hälfte der Zeit kam bei mir noch Rosinen mit dazu. Ich weiß, das mögen nicht alle, aber ich liebe es sehr. Es können natürlich auch andere Trockenfrüchte hinzugegeben werden, wie Datteln oder auch Feigen. Und hört euch mal diesen Knusper-Crunch an. Das ist wirklich so richtig schön crispy geworden und es ging echt super schnell. War noch ziemlich heiß, als es dann aus dem Airfryer rauskam. Und ich habe mir dann auch direkt eine erste Probierportion zubereitet mit einem Schuss pflanzlichen Drink. Und oh, ich liebe es einfach sehr. So richtig schön knusprig, schokoladig. Und das könnt ihr wirklich jedes Mal nach Lust und Laune variieren. Das ist ein richtig gutes Basic-Rezept dafür. Irgendetwas mit Tofu wollte ich auf jeden Fall machen. Deswegen wurden es jetzt hier diese marinierten Tofu-Würfel. Dafür kam dieser Naturtofu ins Spiel. Den habe ich in so mundgerechte Stücke geschnitten und dann erstmal ganz simpel mit Speisestärke vermengt. Denn dadurch werden die von außen so richtig schön knusprig. Die habe ich dann ganz schön nebeneinander in den Airfryer-Behälter drapiert. Und für die erste Halbzeit kam der dann erstmal für so 10 Minuten dort rein. Und dann hatte ich Zeit, die Marinade für außen rum zu machen. Das wurde so eine Mischung aus Wasser, Sojasauce, etwas Agavendicksaft und auch Limette, natürlich Abrieb und der Saft. Dann kam außerdem noch Ingwer hinzu und auch etwas Knoblauch. Das Ganze wollte ich dann einkochen und damit das so ein bisschen dicker wird, habe ich auch noch Speisestärke dazu gegeben. Das roch schon richtig, richtig gut. Der Tofu kam dann nochmal eine zweite Runde in den Airfryer und dann konnte das Ganze auch schon zusammengefügt werden. Ihr seht schon, der ist so richtig schön goldbraun geworden von außen und ist irgendwie auch so ein bisschen aufgegangen. War auf jeden Fall schön crispy und die Marinade ist auch so geschmacksintensiv geworden. Und während ich das Ganze vermengt habe, fiel mir noch ein, dass da richtig gut Sesam dazu passen könnte. Und oh, ich finde einfach, das ist so die ideale proteinreiche Beilage für so verschiedene Bowls oder auch Salate. Und der ist dann innen irgendwie auch so richtig schön fluffig, saftig gewesen. Also ihr merkt schon, ich habe es absolut geliebt und ich glaube, das wird ein neues Basic-Rezept bei mir, was man ja auch super gut verschiedenst variieren kann. Vielleicht habt ihr es ja schon kombiniert, dass bei uns der Sifuplex Airfryer eingezogen ist. Der hat auf jeden Fall einen geringeren Stromverbrauch im Vergleich zum Backofen und unserer hat jetzt sogar einen 6,5 Liter Behälter. Das Ganze kann man zum Frittieren oder auch zum Backen benutzen und die Spanne von der Temperatur geht so von 80 bis 200 Grad. Das Ganze funktioniert mit einem Multifunktions-Touch-Bedienungsfeld, was einfach super praktisch ist und super schnell geht. Da gibt es auch 8 vorinstallierte Frittierprogramme, wenn man das nicht selber einstellen möchte. Und das funktioniert eben so, dass die heiße Luft im Inneren des Geräts gleichmäßig zirkuliert wird. Das Ganze ist auch super einfach zu reinigen. Also letztendlich hat man ja nur zwei Teile, also einmal diesen Behälter und dann noch diesen einsetzbaren Siebboden. Das Ganze hat auch eine Antihaftbeschichtung. Das heißt, man kann das auch erstmal easy abwischen oder einfach so dann in der
Spüle reinigen. Ich glaube, ihr merkt schon, wie begeistert ich von dem Ganzen bin. Das Teil hat auf jeden Fall schon einen festen Platz bei uns in der Küche. Und wenn ihr sowieso schon im Überlegen wart oder jetzt auch überzeugt seid, dann ist auf jeden Fall jetzt die Chance. Der Sifuplex Airfryer ist nämlich gerade stark reduziert. Ich packe euch den Link mal in die Infobox rein. Da könnt ihr euch dort mal durchstöbern. Der ist auch ganz fix bei euch. Also es dauert so 1 bis 2 Werktage die Lieferung. Das war bei uns auch so. Und innerhalb Deutschlands gibt es sogar einen kostenlosen Versand. Auf so klassische Chocolate-Chip-Cookies hatte ich schon lange mal Lust. Deswegen war das jetzt die ideale Möglichkeit. Und zwar habe ich jetzt hier ganz simpel Dinkelmehl mit Rohrzucker, etwas Salz und Backpulver vermengt. Und dann als nasse Zutaten kam eine vegane Butteralternative hinzu und noch ein Schuss pflanzlicher Drink. Die Butteralternative sollte am besten immer zimmerwarm sein, damit das Ganze besser, ja, vermixt werden kann. Und die Schokolade lasse ich immer gerne in so wirklich relativ großen, groben Stücken. Und ich habe dann den Teig nochmal kurz in den Kühlschrank gestellt, damit er sich nochmal ein bisschen setzen und auch ein bisschen fester wieder werden konnte, zum besser formen. Und ich habe mich tatsächlich jetzt hier durch die Programme so ein bisschen durchprobiert und auch so die Größen und Formen der Kekse ein bisschen variiert. Und zwar wurde der erste eher eine kleinere Kugel und ich habe den aber wirklich in so einer Kugelform gelassen und habe den nur relativ kurz gebacken. Ich glaube so 10 Minuten. Ich schreibe euch auf jeden Fall die Gradzahlen und ja, Zubereitungsdauer in die Infobox rein. Dann könnt ihr das Ganze selber mal für euch ausprobieren, denn manchmal mag man den da gerne noch so ein halbwegs roh oder auch so ein bisschen dunkler gebacken. Der hier war jetzt nicht so ganz durch und der ist halt auch total verlaufen. Ich dachte, der bleibt eher so ein bisschen kugelförmiger. Den nächsten habe ich dann nämlich auch direkt etwas flacher gedrückt und dann auch heißer und ich glaube ein bisschen länger gebacken. Der wurde dann so ein bisschen von der Form zerstört, weil ich das Backpapier, glaube ich, ein bisschen groß gelassen habe und das dann natürlich so ein bisschen hochgeweht wurde. Aber ihr seht schon diesen Unterschied. Letztendlich ist es ja wirklich der gleiche Teig. Dann habe ich noch 2 weitere Variationen ausprobiert. Der hier ist auf jeden Fall auch in so eine Mittelstufe geworden. Und der letzte, das wurde dann so eine riesen Cookie-Kugel, die ich auch einfach so im Ganzen reingegeben habe. Und der ist dann auch zerlaufen, aber trotzdem relativ dunkelbraun geworden. Also ihr müsst dann mal schauen, was ihr da am liebsten mögt. Ich mag es tatsächlich ganz gerne, wenn der außen so ein bisschen goldbraun ist, aber innen noch so halbwegs roh. Und vor allem, wenn dann diese Schokostücke auch noch so ein bisschen flüssig sind. Also ich mag es ganz gerne, dann den Cookie noch so halb warm zu essen oder sich den zumindest zum Essen dann nochmal aufzuwärmen. Das kann man natürlich dann auch ganz easy und schnell im Airfryer machen. Und schaut euch mal diese großen Schokostücke da drin an. Und oh, das war einfach so eine leckere Kombi. So ein bisschen süß, salzig, knusprig, weich, schokoladig. Und hier habe ich nochmal diesen ganz großen Cookie auseinandergezogen. Also lasst mich gerne mal wissen, wie ihr eure am liebsten esst und ob ihr sogar ein Lieblingsrezept habt. Kommen wir mal wieder zu etwas Herzhaftem. Und zwar wollte ich so Chips ausprobieren. Eigentlich erst aus Kartoffeln, aber es ist ja gerade auch Zucchini-Saison und wir hatten hier noch eine da, deswegen habe ich die direkt mal verwertet. Und eine Marinade habe ich gemacht aus etwas Olivenöl, verschiedensten Gewürzen und auch Kräutern. Dann kam noch für so ein bisschen käsigen, würzigen Geschmack auch Hefeflocken mit dazu und da habe ich dann die Zucchini-Scheiben drin gewendet. Die habe ich extra schön dünn geschnitten. Ich habe sie jetzt aber nicht so ganz brav nebeneinander und einzeln da drapiert, sondern einfach alle in den Airfryer reingegeben und einfach mal abgewartet, was passiert. Und währenddessen habe ich dann noch einen Dip zubereitet mit so Oliven und frischem Basilikum auf Basis von einer ungesüßten Sojajoghurt-Alternative, auch mit Apfelessig. Ich habe dann diese Chips tatsächlich ein bisschen lange vielleicht drin gelassen, aber dadurch wurden sie so richtig schön knusprig. Also die Kombi war echt richtig gut. Und ich glaube, als nächstes werde ich auch mal Süßkartoffeln, normale Kartoffeln ausprobieren und da mich mal so ein bisschen durchtesten, was da so die ideale Garstufe für Chips ist. Sommerrollen gibt es bei uns bestimmt einmal in der Woche und diesmal aus dem Airfryer. Ich habe dafür erstmal Champignons ohne alles angebraten, damit die ihren Wassergehalt verlieren. Dazu kam dann Ingwer und auch mein übrig gebliebener Karottentrester vom Entsaften. Das Ganze wurde dann mit Sojasauce abgelöscht und dann konnte es auch schon ans Rollen gehen. Dafür braucht ihr einfach diese Reispapiere, die bekommt ihr zum Beispiel im Asiamarkt und die legt ihr dann einmal in warmem Wasser ein, nur relativ kurz, damit die weich werden und dann kann es auch schon ans Einrollen gehen. Dafür legt ihr einfach eure Füllung, je nachdem, in die Mitte und dann könnt ihr das Ganze wie Wraps aufrollen, also einmal von unten und von den Seiten zusammenklappen und dann schön eng einrollen und dann habt ihr auch schon eure kleinen, ja, Sommerrollen, Reispapierrollen, Frühlingsrollen. Ich habe jetzt hier nämlich zum Beispiel Sesamöl genommen, einfach um die von außen ein bisschen zu bestreichen. Das hat ja schon so einen intensiveren Geschmack als jetzt so neutraleres Öl, aber ich fand, das passt ganz gut zu so einem
asiatisch angehauchten Gericht. Und während die dann im Airfryer vor sich hin gefried sind, habe ich Zeit gehabt, um eine Soße zuzubereiten auf Basis von Erdnussmus. Und dazu kam noch etwas Joghurt, also Kokosjoghurt, um das noch ein bisschen cremiger zu machen. Und schaut euch mal diese Kruste an, wie diese Reispapierrollen danach aussahen. Das war richtig lecker. Also ich muss sagen, das Trester war ja schon relativ entsaftet und ein bisschen trockener. Deswegen schreibe ich auch einfach normale Karotten in das Rezept. Aber boah, richtig gut als Snack oder auch als ganzes Gericht. So, lasst mich gerne mal eure Airfryer-Food-Trends wissen. Dann kann ich die nämlich in nächster Zeit mal ausprobieren und dann vielleicht auch mit euch zusammen testen. Die heutigen Rezepte findet ihr wie immer in der Infobox drin. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Tipps und Hacks, wenn ihr sogar selber schon mal einen habt. Da können wir uns gerne mal in den Kommentaren zu austauschen. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Auch über ein Abo, das unterstützt mich immer sehr und ihr verpasst nichts an kommenden Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!